Stadtpokalfinale in Dresden. Die Spielvereinigung Dresden-Löbtau trifft auf den TSV Kossebaude hier in Dresden-Striesen. Das Finale letztes Jahr im Heinz-Steyer-Stadion, das ist aktuell eine Baustelle. Ja, und was soll ich nur sagen? Die Stimmung hier ist gigantisch, die Sicht vernebelt und beide Teams natürlich heiß wie Frittenfett auf dieses Duell, was man ja so ein kleines bisschen auch als David gegen Goliath beschreiben kann. Die Kossebaude natürlich, die sind der Favorit hier in dieser Partie. Löbtau natürlich, die wollen über Kampf, die wollen über Wille kommen. Und das Team von Trainer Marco Mattes, wie schon erwähnt, klarer Favorit in dieser Begegnung. Aber es wird ein absoluter Willenskampf werden. Und die erste Chance der Partie geht auch gleich an Kossebaude. Jonathan Klapsch mit der Riesenchance in der ersten Spielminute. Das war schon ein Zeichen, in welche Richtung es gehen soll in dieser Partie. Aber auch Löbtau war da. Das ist Matthias Mark, auf und davon. Mensch, Junge, mach's doch wie in FIFA und leg den Pass einfach nochmal quer vor dem Tor. Dann steht's hier 1-0. Was für eine Anfangsphase. Die Stimmung hier absolut gigantisch. Das lag an den Fanlagern. Beide Teams wurden überragend supportet und der Hexenkessel sollte das erste Mal explodieren. Kossebaude geht in Führung. Wagner mit der Ecke und dann ist es Richter und dann wurde es laut im Kossebauder Block. Richard Richter trifft eiskalt zum 1-0, hat da ein bisschen zu viel Platz und der Kopfball dann sensationell. Die frühe Führung spielte natürlich dem Favoriten in die Karten. Giese mit der Hereingabe und wieder Richter. Zwingt Karnath im Löbtauer Tor zur Glanzparade, der mit aufmunternden Worten an seine Vorderleute Brust raus, hatte er gesagt. Die Brust raus, das war wichtig, denn auch die Löbtauer Fans hatten gleich mal die Chance zum Jubeln. Einwurf von der linken Seite. Der Ball kommt zu Schönherr, der wird in die Zange genommen. Kommt zu fallen, dann gibt's den Elfmeter. Wir sehen es hier, der Kontakt am linken Fuß ist da. Kommt zu Fall, nimmt das Angebot dankend an und Marc mit der großen Chance. Früh hat er vergeben und jetzt, nein, ist das bitter. Das wollte er zu cool machen. Jendrum, Kossebauder Tor, war komplett in der anderen Ecke unterwegs. Kossebaude war auch in dieser ersten Halbzeit klar spielbestimmt und kurz vor der Pause. Hendrich nochmal mit der Chance auf der Linie, dann noch zur Ecke geklärt. Das war nochmal eine dicke Chance vor der Pause. Somit bleibt es beim 1-0. Und Löbtau-Trainer Erik Sobczak brauchte eine Idee. Er wusste aber, was seine Mannschaft kann. Erinnern wir uns ans Pokalfinale, denn jetzt schlägt die Stunde von Matthias Mark. Wahnsinn, bist du wahnsinnig, da wirst du bekloppt. Und wie geil ist denn bitte Fußball? Wie sehr gönne ich das Matthias Mark, der so viel Pech hat in dieser Partie. Aber der Junge hat Eier an der Hose, nimmt sich den Freistoß an und schweißt das Ding sowas von geil links oben ein. Boah, leck mich fett. Auf einmal war Löbtau voll da, Schneider mit dem Einwurf. Der Ball kommt zu Dennis Steinemeyer, Johansen, der kommt zu Fall. Und es gibt Elfmeter. Enge Entscheidung. Für mich hält Johansen eher den Fuß drüber. Somit eher Stürmerfoul. Mark, den ersten hat er verschossen. Nimmt dieselbe Ecke, trifft. Führung für Löbtau, das Spiel gedreht. Er leitet zusammen mit Erik Sobczak. Die Mannschaft ist so, so wichtig. Am Freitag erhielt er noch die Schocknachricht von einem schweren Trauerfall in der Familie. Und macht dann so ein Spiel. Chapeau Matthias Mark. Kossebaude fand in dieser zweiten Halbzeit wirklich kaum statt. Schneider jagt den Ball Richtung Bierwagen. Nächste gute Chance. An ihnen hier lag es auf keinen Fall. Riesenkompliment an die Fans vom TSV Kossebaude. Mit zwei Bussen sind sie hierher angereist. Ihr seid Fußballjungs und Mädels. Und Kossebaude kam nochmal mit den Fans im Rücken. Ball kommt quer und dann Richter. Denkste, die Fahne ist oben aus der Kameraperspektive. Schwer aufzulösen, wir vertrauen auf die Schiedsrichter.
bleibt somit beim 2:1. Auf der Anzeigetafel Löbtau von. Das Fanduell geht klar an Kosse Bauder, aber so ist es halt, wenn du mit zwei Bussen anreist und als wäre das alles hier nicht schon bekloppt genug. Erinnert ihr euch ans Halbfinale? Der Danish Dynamite im Halbfinale hat er das Spiel entschieden und auch hier macht er den Deckel drauf. Lauritz Linge Johansen, der spielt eigentlich nur wegen dem Bier in Deutschland und dann das 3:1 und das war der Knockout für den TSV Kosse Bauder. Möller nochmal aus Spitzenwinkel. Der Ball aber abgeblockt. Nick Möller, der blieb heute ohne Tor. Denn nach dieser Aktion war Schluss. Die Freude natürlich groß. Wille schlägt Können. Die Überraschung ist gelungen und geschafft. Löbtau ist Stadtpokalsieger. Herzlichen Glückwunsch. Und die Enttäuschung beim TSV Kosse Bauder natürlich groß. Ja, wir müssen einfach konsternieren. Wir haben einfach heute nicht die Leistung auf den Platz gebracht, die es braucht, um ein Pokalspiel oder ein Pokalfinale siegreich zu gestalten. Und dann bleibt es halt einfach so, dass Löbtau dann verdienter Sieger ist. Kosse Bauder, klarer Favorit, ganz klarer Favorit. Und ich sage aber immer, das habe ich der Truppe gesagt, Können gewinnt meistens nie gegen Willen und gegen echtes Herz auf dem Platz. Und ich glaube, das haben wir heute halt unter Beweis gestellt. Also Torschützenkönig der Zweiten. Ja, ich mag jeden Spieltor. Habe ich bis jetzt jeden Spieltor gemacht, ja. Beim zweiten und ersten. Wie fandest du diesen Moment? Ich fand den Moment sehr geil. Die Stimmung von die Fans und alles, ja. Die Zuschauer war geil. Wir waren im Angriff dann nie zwingend genug und klar, eine große Enttäuschung. Meine Mannschaft hat alles auf den Platz gebracht, was er heute in der Lage war. Ich glaube, wirklich mit dem unbändigen Willen, was Historisches zu schaffen, was es im Verein nie gab. Das war die zweite Finalteilnahme. Und ja, jetzt haben wir einen Pokal, ne? Also das ist, glaube ich, was ganz Besonderes. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte holt Löbtau den Stadtpokal. Schaut euch diese Bilder an. Da will ich eigentlich gar nichts zu sagen. Genießt es, saugt es auf und auf alle Fälle feiern diese Jungs hier bis Weihnachten.